herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, ihr könnt mich in diesem Video hören, weil es doch arg laut hier, denn ich befinde mich gerade auf der Gamescom in Köln. Und wir haben auch eine ganze Menge an Wrestling gezockt. Und hier laufen auch schon Trailer und sehr viele Leute rum. Und dann zocken wir noch dabei. Hey Leute! Wir sind ja auch einmal komplett durch die ganze Halle gelaufen. Oder durch die ganze Halle mehr oder weniger. Wirklich gezockt haben wir nicht, weil wir wollten ja eigentlich bloß Wrestling zocken, wie man das natürlich auch von uns kennt. Und deshalb ja, sind wir eigentlich mehr oder minder an den ganzen Leuten vorbeigelaufen. Ich habe sogar ein paar Leute erkannt, ja, also schön groß an die, die mich da begrüßt haben. Das ist echt cool. Nachher kommt auch noch Big Show und der wird hier auf der Bühne sein. Die sitzen zwar schon mehr oder minder mit einer sehr guten Sicht, aber ob das denn auch noch so funktioniert, ist die zweite Frage. Ich bin mal gespannt, wie viele Wrestling-Fans sich hier einfinden werden, um Big Show zu sehen. Ja, mal gucken, was das denn hier wird, was Big Show zu sagen hat. Und dann werde ich ein bisschen filmen. Ich bin jetzt hier im Pressebereich für 2K. Hier sehen wir schon das Poster von Hulk Hogan. Und ja, werden mir gleich die Präsentation angucken. Ah, dann werden wir einfach mal gucken, wie weit wir hier kommen und wie das Game aussieht. Ich habe es ja gestern schon ein bisschen gezockt, halt auf dem ganz normalen Bereich für die Gamescom. Und ja, jetzt hier im Pressebereich. Heute Abend ist ja sowieso die, ja, dieses große 2K-Event, wo ich ja auch dabei bin und wo es dann halt noch nach Ladenschluss sozusagen nochmal extra ein Anzug-Event geben. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Es wird eine echt coole Sache. Und mal sehen, wie das heute noch weitergeht. So, ich bin's wieder. Wir kamen jetzt gerade aus der ja, kleinen Konferenz von 2K. Und da war dieser Bryce Yang und hat uns halt so ein bisschen was gezeigt. Er hat uns ja, einen Match-Ausschnitt gezeigt aus dem ja, Season-Mode, mehr oder weniger, in dem man halt die Karriere oder dieses Revival, also die Fehde zwischen CM Punk und John Cena so ein bisschen nacherleben kann. Und da hatten wir das Match von Money in the Bank, wo CM Punk ja im Prinzip kurz vor seiner Vertragsauflösung stand und wir dann ja, im Prinzip mit CM Punk bei uns den Titel holen sollten, also beziehungsweise wurde uns das nur vorgespielt. Danach hat er noch so ein bisschen was zur Entwicklung gesagt und ja, viel mehr Informationen kamen da jetzt nicht raus. Also ich kann euch jetzt nicht irgendwie was richtig Krasses erzählen, was jetzt noch keiner wusste. War halt interessant, das mal so zu sehen, auch wie so eine Präsentation bei denen dann aufgebaut ist und alles. Das ist schon sehr, sehr cool. Ja, was gab es noch? Das Interview ist leider mehr oder weniger ausgefallen. Wir sollten uns eigentlich mit einem der Mitarbeiter an einem bestimmten Zeitpunkt danach treffen und der war nicht mehr da. Und wir haben jetzt auf ihn gewartet und der war halt nicht mehr da. Das erstmal dazu und jetzt werden wir hier noch ein bisschen rumlaufen. Ich habe gerade, als wir raus sind, da kamen die Jungs von Game One, mit denen habe ich ein Bild gemacht. Das kann ich hier mal einblenden, also mit Gregor und mit Etienne. Und ja, mal schauen. Jetzt hier bei dem 2K Anzug-Event, oder auch immer, Freitagabend auf der Gamescom und ja, hier, ich muss hier gleich mal für Action sorgen hier.
bist live auf YouTube, wenn ich das vorstelle. Ja, hi, ich bin der neueste Abonnent von Mr. Guerrero, der ist ein super Kerl. Hallo Neues. Und es sind zwar noch nicht alle da, aber Sting ist auf jeden Fall schon da. Ja, der muss. Sehr gut. Ja, und ja, hier wird kräftig Getränke ausgeschenkt. Hier gibt es was zu essen. Ja. Hier für jeden. Rum Tische aufgebaut. Hier der gute Mann, der verteilt Getränke. Ja, mal gucken, wie das sich hier gleich noch entwickelt. Um es auch Bildschirm zu sehen, haben sie das Bild von gestern genommen. Ja, wir schauen uns das Ganze mal an. Aus dem THQ-Portfolio rausgekauft und wir konnten im Spiel nicht mehr viel ändern. Ein paar Sachen haben wir implementiert, also The Rock und viele, viele Videos und alles, was dazugehört. Und wir haben eigentlich nicht nur um Verzerrung gebeten, sondern wir haben auch versprochen, dass wir uns verbessern werden. Weltpremiere hier auf der Gamescom. Ich denke mal, ihr werdet euch gerade schon halt in die Schlangen gestellt haben und gespielt haben, um das mal zu sehen. Denn wir sind auf der PS4 unterwegs hier, sprich Next-Gen-Gameplay, und ihr wisst auch, das Visual Concept hinter dem ganzen Projekt auch noch zusteht und die machen NBE, also diese Qualität könnt ihr erwarten. Viele, viele neue tolle Features. Das Einzige, was ich euch sagen kann, ist halt der Showcase-Mode. Den haben wir schon angekündigt. Den Rest, dann könnt ihr euch denken, wenn ihr mal schaut, was bei NBA 2K so passiert. Zum Ablauf möchte ich gar nicht viel sagen und ich bin auch kein Freund großer Worte. Von unserer Seite aus ein riesiges Dankeschön nochmal. Habt Spaß heute Abend, genießt den Abend, zockt NBA 2K 15 Weltpremiere auf PS4 und um einen kleinen Gefallen möchte ich euch bitten heute, und zwar jetzt gleich. Ich möchte, dass ihr einen riesigen Applaus der Dame bereitet, die das Ganze hier organisiert hat und das Ganze hier ermöglicht hat. Und das ist meine Kollegin Diana Pfeiffer. Herzlich willkommen an euch. Freut mich, dass ihr da seid oder wieder da seid. Schön, dass es euch letztes Jahr schon gefallen hat. Natürlich, dass ihr Bock drauf habt, auch wieder hier zu sein. Also ja, von mir auch mal, habt eine gute Zeit. Bei uns ist alles ganz locker, ihr sollt euch wohlfühlen und einfach Spaß haben und euch untereinander austauschen. Es wird heute lecker Hot Dogs geben, genügend für alle. Bedient euch, geht hin, es sind gute Getränke da. Wenn ihr dann nicht mehr hungrig seid, könnt ihr hintergehen, hier auf der linken Seite ist WWE spielbar. Teilt euch da ein bisschen auf, weil wir haben nicht für alle genügend Stationen da. Macht einfach zwei Gruppen, schaut es euch an und spielt so lange, wie ihr wollt. Jemanden weiteres möchte ich euch noch vorstellen, denn wir haben jemanden von der WWE Deutschland vor Ort. Die haben es euch ja auch ermöglicht, hier zu sein. Bei denen habt ihr ja auch Tickets gewinnen können. Das ist der Andreas Jenninger von der WWE Deutschland. Ja, das war ein schöner Abend. Vielen Dank an Kay, dass wir uns das hier möglich machen. Wir freuen uns riesig über die Partnerschaft seitens der WWE. Für uns ist es hier ein Riesen-Event auf der Gamescom. Ich weiß nicht, was mitgekriegt hat, wir hatten gestern Big Show hier, der ist aus den Staaten extra eingeflogen, um die Show zu genießen und mit euch hier die Premiere im Spiel zu feiern. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich anschließen, hier auch gerade an unserem SummerSlam Weekend. Also wie gesagt, super, super viele Sachen gehen gerade hier von Starten und ja, viel Spaß heute Abend und genießt den Abend, spielt das Spiel, holt euch was zu essen und danke, dass ihr da seid. Ja, und so ging eine schöne und anstrengende Zeit zu Ende. Es gibt noch ein paar Leute, bei denen ich mich bedanken will. Zum einen Franz Zock, der mir noch geholfen hat, in den Pressebereich zu kommen, weil da einiges nicht so ganz glatt lief. Dann Dankeschön an den guten Nils, der für diesen Erstkontakt gesorgt hat mit 2K, damit ich halt auch zu der Präsentation komme. Dass das mit dem Interview jetzt nicht geklappt hat, da kann er ja nichts für. Das war halt alles ein bisschen durcheinander, ein bisschen Chaos. Aber gut, ist okay. Dennoch ein großes Dankeschön an Marc, also Albo Liefané aus der GBA, bei dem ich nämlich pennen konnte über die Zeit in Köln. Und dennoch ein Dankeschön an 2K Deutschland, in dem ich ja überhaupt erst bei diesem Anzock-Event war. Bei dem Anzock-Event habe ich zwar überhaupt nicht gespielt, weil ich das ja schon zwei Tage im Prinzip gemacht habe, aber es ist trotzdem cool, immer eine Möglichkeit zu haben, sich mit mehreren Fans zusammenzusetzen und halt einfach mal ein bisschen zu quatschen. Und auch da wurde ich wieder mal erkannt. Also war das einfach nur cool für mich.
Ich war auch über die Zeit sehr aktiv auf Instagram, also falls ihr mir da noch nicht folgt, könnt ihr mir gerne bei GWA Martin Grow folgen. Und ja, den Rest kennt ihr eigentlich, hier gibt es überall Links, unten in der Videobeschreibung gibt es Links und Links und Links und hier ist Links und für euch ist da Links. Und ja, und dann gebt dem Video noch einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, haut rein und ciao!